Ahoi Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Im letzten Part sind wir hier angekommen in der DLC-Quest und das Spiel ist gerade verdammt laut irgendwie. Aber auf jeden Fall muss ich gerade ein anderes Savegame nutzen, was ich mir gerade runtergeladen habe, weil ab der Hälfte der Aufnahme musste ich kurz unterbrechen und dann habe ich vergessen, die Aufnahme wieder zu starten, weil ich dachte, ich habe sie laufen lassen eigentlich, aber ja. Und jetzt habe ich einfach mal ein anderes Selfie runtergeladen. Der hat auch schon die alte IS-Rüstung und das habe ich auch so viel Geld da über noch. Ja, und deshalb mache ich das hier gerade nochmal, weil die Story fand ich hier ganz lustig in dem DLC und das wollte ich nicht unbedingt dann nochmal neu machen. Ich hätte theoretisch auch noch den einen Part, den ich da vergessen habe. Weil ich da auch irgendwie die Aufnahme aufgepackt habe oder gelöscht habe. Hätte ich auch nochmal machen können, aber das ist mir zu spät eingefallen. Nur das war nicht so wichtig, also da bin ich nur rumgelaufen und habe so zwei, drei Sachen aktiviert in der Gegenwart und naja. Aber ich fand den DLC lustig, deshalb habe ich mir das Savegame geholt. War auch ein bisschen komplizierter, ich musste erstmal das, das Cloud Save da ausmachen von Uplay, damit ich das hier einfügen kann richtig und keine Ahnung. Das ist auch ziemlich schwer zu finden. Und das Savegame hier hat einfach gar keine Waffen oder Rüstung gekauft, also man startet mit der normalen Rüstung, die man von Anfang an hat, aber vollen Codex-Seiten schon und sowas. Und man hat dann auch noch den weißen Assassinenanzug da an. Sieht ganz lustig aus, wenn man die ganze Zeit hier so mit den schwarzen rumläuft, dann hat man auf einmal den weißen da wieder an. Letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel. Und ich habe jetzt diese Mission und die nächsten 2-3 abgeschlossen und die werde ich dann, also danach werde ich dann auf jeden Fall auf meinem Profil weiterspielen. Nur ich wollte halt, dass sie ja nicht unbedingt nicht aufgenommen haben. Deshalb, ja. Und ich habe jetzt mehr die Laute und ich hoffe, die hört man nicht so gut. Weil es echt schon wieder ziemlich warm ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Spiel ist richtig laut gerade, also wirklich richtig laut. Oh Gott, wieso fightet die schon wieder da vorne? Da kommt schon die nächste Truppe, muss die jetzt auch noch gleich bekämpfen? Die prügeln zum Glück den Dicken da richtig kaputt. Aber echt kleine Kill. So. Und dann mussten wir, glaube ich, durch diese kleinen Gas hier durchlaufen. Ist auch echt cool, also mit der Seite da, wo ich das Safe Game habe, da gibt es für jedes Safe Game eigentlich eine, also für jede Sequenz ein Safe Game, also falls irgendwas verpasst hat, dann kann man es echt gut nachmachen. Vielleicht verlinke ich die Seite auch in der Beschreibung, falls irgendjemand haben möchte. Weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass irgendjemand das haben möchte, aber naja. Man kann es hier trotzdem mal verlinken, so. Aus Respekt der Seite gegenüber. Oh Gott, bitte stirb nicht. Nein, nein, du stirbst jetzt. Du stirbst. Ja stimmt, hier kam erst ein Hinterhalt. Aua! Mein eigenes Teammitglied oder... Nicht Teammitglied, aber mein eigener Soldat schubst mich einfach weg. Richtiger Assi. So, jetzt geht's ab in die Zitadelle. Bambini! Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Das Kind sieht so richtig hässlich aus auf ihren Arm. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ist das total Dreck oder was? Aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein!
mir nach. Dir nach, am Arsch. Okay, das sind schon die nächste. Ich weiß nicht, ob das eine Erinnerung ist oder ob das jetzt einfach nur die Aufgabe ist. Weil es gibt hier mehrere Erinnerungen in dieser Sequenz, also nicht zu viele. Aber halt. Keine Ahnung, ich glaube 5, 6 Stück waren das nur. Ja. Also ich vergesse, was ich sagen wollte, ich habe den roten Faden verloren. Ja, auf jeden Fall gab es auch noch die für die jeweils anderen Sequenzen Erinnerungen in diesem Teil hier. Habe ich den Klettersprung noch nicht gelernt? Was? Das kam mir gerade so vor, als hätte ich den Klettersprung nicht gelernt, aber eigentlich muss ich den schon gelernt haben. Wie lange kannst du weiterlaufen, ha? Wie kannst du weiterlaufen, ist die Frage. Hab dich einfach so verarscht, ich spring dich an und prügel dich tot. Was machst du jetzt? Ah, das tut bestimmt weh. 10 Angreifer verbleiben. Tschüss. Was wär dafür zu sterben? Tschüss. Tschüss. Die sterben ja nicht mal hier durch. Nicht mal Schaden verloren. Ich werde hier schon... Nein, ich habe auch keinen Schaden verloren, oder? Ich habe ja auch einen Abtrag gemacht. Komm her. Das ist übrigens die DLC-Sequenz, falls es immer noch jemand nicht mitbekommen hat. Die 12. Sequenz. Die wurde ja repariert jetzt, da man den DLC gekauft hat. Ach cool, ich liebe diesen Angriff. Den habe ich lange nicht gesehen. Den haben wir erstmal richtig kaputt geprügelt. So. Jetzt machen wir direkt die nächste Aufgabe. Da hinten gab es auch noch Auffüllpunkte in der Mission, aber da ich die Pistole nicht benutzt habe, lohnt sich das nicht, die zu benutzen. Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore! Hallo! Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Kecko! Zu euren Diensten! Ludovico, Kecko! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora! Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie! Ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich habe alles, um mehr zu machen! Das war die lustige Szene. Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Alles, um mehr zu machen. Was ist das für eine Aussage? Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie. Ihr habt mein Wort. Jenny Polipa Frosse. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Hieß die Mission gerade der Pate? 10 Minuten Zeit nur, okay. Wir haben noch über 10 Minuten für den Part, also sollte das knapp passen. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Wow, er hat einen schicken Schneider. Ja, okay. Und... bei mir fehlen immer noch 2 Glyphen, aber ich weiß noch nicht, wo die sind. Da gucke ich dann einfach mal irgendwie im Internet, wo die ganzen Locations sind und laufe die einmal ab und dann nehme ich dann auf, welche ich die gefunden habe.
können wir das Glyphenvideo mal komplett angucken da am Ende. Und das ist auch schön. Oder jetzt bleiben wir kurz stehen. Hey, wer ist das, was macht? Nee, ihr kennt mich gar nicht. Je ne parle pas français. Ich habe eigentlich gedacht, der Safe State hier hat diese Rüstung nicht, weil er halt keinen anhatte. Und dann war ich relativ froh, als ich gesehen habe, dass es die doch gab. Das wird nicht reichen. Meine Mutter ist wild. Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen. Aber das tut. Wie kann der das denn bitte machen? Hoffentlich glaubt ihr nicht, ich hätte Angst vor uns. Das wäre ein Fehler. Bam, bam, gib ihm. Au, ich Spike. Ja, schnauze jetzt. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Ja, gut. Komm ich mit klar. Oh, ein Pferd. Das habe ich ganz übersehen, als ich das eben gerade auf meinem Profil gespielt habe. Die Pferde super. Einfach alle umreiten. Schuss die Pisser. Ausnahmsweise muss ich hier nicht nach irgendwas suchen, nach irgendwelchen Federn oder so, weil das ist sowieso nicht mein Profil. Das wird sowieso nur für diese Sequenz hier benutzt. Wo rennst du denn hin? Ich renn nirgendwo hin. Ich töte dich. Doch, er hat den Klettersprung, gut. Ich hab nur gerade verkackt. Vorhin, also. Diesmal habe ich den Sprung geschafft. Vorhin ging das nicht so gut. Dein Kind ist ein Krüppel. Das ist ziemlich gemein, dass du sowas hier sagst. Ich muss mal. Bitte, Herr. Ich muss ganz dringend. Lasst mich. Verdammt, Junge. Halt einfach die Klappe. Ich will die Leiche runterwerfen. Schlaf gut. Sehr gut. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Hast du keine Eier? Den prügel ich jetzt tot. Ich hab dich zuerst entwaffnet und da hab ich dich umgebracht. Ist er. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. So, dann reden wir noch mit Ottavian. Ottavian, halt deine Schnauze. Gott, den hätte ich nicht befreien sollen. Das war ein Fehler. So. Trat mit 19 Jahren als Condottiere in den Dienst der Florentinischen Republik ein, anscheinend auf Wunsch seiner Mutter, Katharina Sforza, welche die Verbindung mit Florenz zementieren wollte. Er kommandierte 100 Männer aus Forlì, kündigte aber seinen Vertrag nach nur einem Jahr, weil Florenz kein Geld hat, um ihn zu bezahlen. Sehr gut. Gott, nee, so viel lesen wir jetzt nicht. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Ja, okay. Hier ist die nächste Mission. Die ist bei mir auch da. Und dann haben wir da oben noch eine Zusatzerinnerung. Und ja. Ich glaube, diesen Part halte ich noch ein bisschen kürzer, weil das nicht mein Profil ist. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen, obwohl nur 15 Minuten etwa lang ist. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.